den nächsten, auf den nächsten Folien und in den nächsten Stunden, Minuten auf verschiedene Antennendesigns eingehen und verschiedene Antennentypen eingehen. Und deswegen möchte ich erstmal vorwegstellen, was es überhaupt für Ziele für den Antennenentwurf gibt. Darauf so ein bisschen noch eingehen, warum Antennenentwurf denn eigentlich so ein spannendes Thema ist und auch so ein entscheidendes Thema sein kann. Ne? Also zunächst mal, also ein paar Ziele. Klein, da haben wir ja schon so in Grundbegriffen gelernt, dass klein nicht unbedingt richtig klein sein kann. Und ich war gerade am Wochenende, bin ich in, wie heißt das, ich kann die Orte immer nicht aussprechen, Mainflingen oder sowas vorbeigefahren, da wo der DCF-77-Sender steht. 77 steht für 77,5 kHz und DCF-77 sagt Ihnen wahrscheinlich was, das Funkuhr, ne? Das Funkuhrsignal, wo das ausgestrahlt wird. Und naja, die Antenne ist nun eben nicht wirklich klein, das ist eigentlich auch bloß ein verkürzter Dipol oder sowas, aber steht halt auf 200 Meter hohen Masten, ne? Zum Beispiel, und ist auch mehrere hundert Meter lang. Also gibt es so ein gerodetes Feld da und dann, Sie gucken mich so ernst an, gibt da so ein gerodetes Feld und darauf steht dann eben, stehen zwei Antennen. So, also klein ist da schon relativ zu sehen. Bin ich im gleichen Fall auch, ne? Ich meine, eine große Antenne braucht viel Material, klein wenig. Leicht zu fertigen ist ein Thema, was eben eigentlich auch Kosten sind, nicht? Insbesondere wenn Sie es in Millionenstück machen und ein Handy haben oder so wollen, oder haben wollen, was Sie zum nächsten Thema bringt, man möchte die Antenne nicht unbedingt sehen. Also die Zeit des Funkschwanzes ist irgendwie vorbei, ne? Das Funkschwanz an der Autoantenne ist irgendwie vorbei und Antenne ist jetzt irgendwie kein, ja, ist was, was man eher so versteckt. Also im Handy wollen Sie es auch nicht mehr, früher hatten Sie noch Handys, wo man es rausziehen konnte. Die Antenne, das mag man auch nicht mehr heute, soll man eigentlich nicht sehen. Beim Auto ist die Antenne wieder Designobjekt geworden, als BMW die Haifischflosse erfand. Ne? Da gab es dann sogar leere Haifischflossen als Antennenimitate. So, also man möchte es einfach ein bisschen verstecken. Mechanik ist ein Problem, weil es eben nicht ganz ohne Fläche geht. Muss man sich um die Mechanik Gedanken machen, wie kriegt man die Antenne stabil hin, wie kriegt man irgendwelche Teile irgendwo gehalten. Da haben wir das letzte Mal ja auch schon drüber gesprochen. Wie kriegt man zum Beispiel Windlast hin? Nicht? Also das da oben soll ja auch nicht vom Dach fallen und das, was der Keller da drüben hat. Die Amateurfunkantenne soll natürlich auch nicht bei Sturm vom Dach fallen. Ne? Also Windwiderstand ist ein Problem, Effizienz, und zwar in diesem Fall ist gemeint elektrische Effizienz, also das, was Sie dieser Antenne geben, soll ja auch abgestrahlt werden, respektive was die Antenne empfängt, soll auch an den Empfänger wiedergegeben werden. Dann wollen Sie eventuell eine Richtwirkung haben oder gewisse elektrische Eigenschaften haben. Vielleicht irgendeine Antenne, die besonders gut in eine Richtung strahlt oder besonders gut in eine Richtung nicht strahlt, gegenüber irgendeinem Kugelstrahler, also einem gleichförmigen Strahler. Die Polarisation der Antenne mag ein Thema sein, vertikal, horizontal. Wenn Sie also Behördenfunk haben, wollen Sie mal eine horizontale Polarisation haben. Wenn Sie GPS empfangen, wollen Sie eine zirkulare Welle empfangen können, besonders gut. Ja. Eventuell Breitbandigkeit, weil Sie mit einer Antenne, und das ist das Wesentliche, entweder eine hohe Datenrate, also ein breitbandiges Signal aussteuern wollen, ausstrahlen wollen, oder weil Sie beispielsweise die Antenne für mehrere Dienste gleichzeitig verwenden wollen. Also Sie können überlegen, was in so einem Handy drin ist. Da wollen Sie FM-Radio machen, mittlerweile auch mal DAB. Vielleicht Fernsehen wollen Sie gucken können, vielleicht terrestrisches sogar. Da wollen Sie GSM 800, 900 oder 1800 sprechen, unter anderem UMTS in verschiedenen Ausprägungen, und GPS soll auch noch irgendwie empfangen werden können. Bluetooth und WLAN habe ich gar nicht aufgeführt. Ne? Und WLAN ja mittlerweile auch schon bei zwei Frequenzbändern. Also wenn Sie jedem einzelnen Dienst hier, in Ihrem Handy, den Sie im Handy haben, eine dedizierte Antenne zuweisen wollten, dann wäre die Kiste ein bisschen groß. Ne? Also da kommen Sie in Widersprüche. Ne? Eventuell wollen Sie, dass man die Strahlrichtung ändern kann, ne? Insbesondere bei einem Radar. Soll sich ja vielleicht drehen oder so, und das wollen Sie vielleicht nicht mechanisch machen, sondern Sie wollen elektrisch den Strahl, die Richtung nachführen können. Nicht? Also auch das kann irgendwie so ein Design-Ziel sein. So, ich fange mal an mit dem sogenannten Phased Array, also einem Feld von Antennen. Dann machen wir erstmal ein paar Bilder, gucken wir uns mal so eine kleine, ja gut, das ist wieder Animation oder so, an. Und
Und wenn wir das haben, dann möchte ich da auch noch mal ein bisschen rechnen. So, mitmachen. So, das ging wohl nicht, oder? Ne, da macht er mich nicht, aber... So, das ist wieder das von dem Falstad, das kennen wir schon. So, das wollte ich Ihnen jetzt nicht zeigen, das ist jetzt auch wirklich nur so eine, wie soll ich sagen, ein bisschen eine grafische Darstellung hier. Ich habe jetzt einfach mal vier, das deckt sich in etwa mit dem, was ich hier im Skript auch habe. Ich habe hier jetzt vier Antennen. Ne? Sie gucken im Prinzip auf die Antennen drauf. Das ist dieses Bild hier, aber in Wirklichkeit sind das meinetwegen dann halbe Antennen, die da so senkrecht stehen, wieder oben drüber gezeigt. Und hier gucken Sie von vorne, von oben drauf. Das sind die vier, die Sie da sehen. Und dann kann man jetzt schon sehen, dass die im Wesentlichen nach oben und unten strahlen und wenig nach links und rechts. So, das nehmen wir erstmal so hin, bevor wir jetzt die Mathematik dazu machen, warum das im Einzelnen so ist. Sehen wir hier, oder können wir uns hier vorstellen, stellen wir uns mal vor, wir stehen an dieser Stelle, dann hat diese Antenne einen leicht anderen Abstand zum Beobachter, der hier beim Pfeil ist, als diese Antenne. So, dieser leicht veränderte Abstand, der führt dazu, dass die Feldstärken, die Wellen, mit unterschiedlicher Phasenlage da ankommen und es passieren kann, dass sie sich konstruktiv überlagern oder eben destruktiv. Nicht? So, was kann passieren, wenn sie sich destruktiv überlagern? Ich mache die Antennen mal ein bisschen weiter auseinander. Dann sehen Sie, dass sich das Feld ändert. Und zum Beispiel jetzt haben wir es so, dass in der Hauptrichtung hier, also in der, wo wir eben noch das Maximum hatten, jetzt wenig ankommt. So kann man nicht hören. Auflösen, immer ein bisschen hochfahren. Wird alles nur kleiner, ne? So, da kann ich die Helligkeit hoch, ein bisschen hochdrehen. So. So, jetzt sehen Sie schon, wenn Sie den Abstand von den Dingern größer gemacht haben, dann entstehen da klare Nullen, und zwar irgendwie an unterschiedlichen Stellen. So, wenn wir sie dichter zusammenfassen, dann wird es irgendwann zu einem Kugelstrahler, weil die Dinger übereinander. So, das heißt, man kann jetzt, je nachdem, wie man den Abstand oder sowas gestaltet, kann man sich da irgendwelche Nullen hinzüchten. Da sieht man unterschiedliche Strahlungsdiagramme. So, nehmen wir mal diesen Abstand hier, da ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt machen wir mal zwischen den einzelnen Antennen einen gewissen Phasenunterschied. Den da irgendwann mal. Sehen Sie, dass die Hauptstrahlrichtung kippt oder sich sogar total verändert, indem da auf der rechten Seite jetzt was dazu kommt. Ne? So, das Ganze ist frequenzabhängig natürlich, weil ja der Abstand, also Abstand und Frequenz, geht ja im Prinzip ineinander. Weil ja die Phasendifferenz hier zwischen diesen beiden, sondern die Phasendifferenz, unter der die Wellen gesehen werden an einem Beobachtungspunkt, die ja im Wesentlichen eingeht. Ne? Nicht irgendwie absolute Frequenz oder sonst irgendetwas, sondern der Phasenunterschied. Und der Phasenunterschied hat ja was mit Frequenz, Frequenz und Abstand zu tun. So, ich gehe jetzt mal runter auf nur zwei Felder. Bringen die jetzt mal in unterschiedliche Abstände. So, sehen Sie zum Beispiel, Sie haben Minimum in dieser Richtung und Maximum nach oben. So, da haben Sie ziemlich dicht aufeinander. Jetzt kommen die Abstände vergrößern, dann sehen Sie, dass da unterschiedliche Nullen dazu kommen.
ausrechnen. Das sind ganz wunderbare, gute Bilder. Ne? So, man kann also hinkriegen, dass das in die Regeln geht. Nein, eine Längsrichtung des Arrays abstrahlt, oder man kann es hinkriegen, dass es in die vertikale Richtung abstrahlt, oder in beliebige andere Richtungen, die man drehen kann. So, wie kann man sich das jetzt ausrechnen? Und was kann man da rechnen? So, gehen wir mal auf die vier Antennen wieder zurück und bleiben wir jetzt in den, einfach nur ein bisschen mehr in der Mathematik. Was wir eben gesehen haben, oder was wir uns vorstellen können sicherlich, ist, dass die einzelnen Anteile der Wellen, die ausgesendet werden von den Strahlern, dass die sich entweder konstruktiv überlagern, wenn wir nämlich alle in Phase sehen, oder dass die sich im Extremfall destruktiv überlagern, indem wir die zum Beispiel jeden von den 90 Grad Phasen gedreht sehen, sodass die im Endeffekt dann, das ja gut, wenn wir da so einen Umlauf machen, auf Null rauskommen. Oder dass sich immer zwei gegeneinander auslöschen, könnte ja auch passieren. Ne? Wenn wir, und das ist hier noch die Voraussetzung, davon ausgehen, dass die alle die gleiche Amplitude haben. Man muss ja nicht mal das wirklich als gegeben hinnehmen, sondern man könnte natürlich auch sagen, die beiden hier haben die größte Amplitude und die haben ein bisschen weniger die äußere. Ne? Hat Vorteile, gibt es nicht so viele Seiten. So, die geometrische Lösung hierfür jetzt, um den Phasengang auszurechnen, ist tatsächlich hier unten gezeigt. Wenn Sie sich in dieser Richtung von dem Antennenarray befinden, dann sehen Sie ja die Antennen alle unter einem gewissen Winkel. Den können Sie als den gleichen Winkel annehmen, wenn Sie weit genug wechseln. Wenn Sie natürlich hier an der Stelle beispielsweise sind, dann sehen Sie da die Strahlung von hier unter einem anderen Winkel als die. So, wenn Sie auch wirklich ganz weit wechseln, können Sie davon ausgehen, dass Sie eine ebene Wellenfront haben und irgendwo darauf befinden Sie sich. Und dann ist der Winkel, unter dem Sie die Strahlung von dem einzelnen Element hier sehen, für alle Elemente der gleiche. So, wenn das der Fall ist, dann kommt es natürlich darauf an, wie groß ist der Gangunterschied jetzt, also der Wegunterschied zwischen den Beiträgen von dieser Antenne und der Antenne und der und der. Und das ist im Prinzip die Projektion hier auf diese ebene Wellenfront. Und das ist Ihr Entfernungsvektor, da befinden Sie sich irgendwo. Und dann sehen Sie eben die ebene Wellenfront von dem Weg hier. Also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass das hier als Kugel so auseinander geht, sondern ich stelle mir jetzt vor, dass ich hier eine ebene Wellenfront von dem Ding eben unendlich oder in sehr weiter Entfernung sehe. Ne? So, wenn ich die sehe, dann kommt die Wellenfront so an, die andere kommt ein Stückchen dahinter, die hat nämlich genau diesen Gangunterschied jetzt, und die nächste kommt dahin, kommt da und dann da. So. Der Gangunterschied ist dieses S gleich D mal Sinus Phi. D ist der Abstand, Sinus Phi der Winkel, hier, da, das, ja, das ist der Winkel Phi, das ist 90 Grad minus Phi. Ja, und der Phasenunterschied jetzt zwischen den einzelnen Beiträgen, hier ist dieses Beta, das ist 2 Pi durch Lambda mal der Gangunterschied, ne? Also kann man sich geometrisch auch besser überlegen. So, wann haben wir jetzt Minima? Ja, genau dann, wenn, ja, oder wann haben wir Maxima und wann haben wir Minima, das ist eigentlich die Frage, nämlich dann, wenn die unterschiedlichen Phasenwinkel der unterschiedlichen Wellen entweder 2 Pi, n auseinander sind oder wenn die 90 Grad auseinander sind, ne? Ja, gerade schon mal 80 Grad auseinander sind. Dann hätten wir Auslöschung. So, einfachste Lösung führt dann eben auf 2 Pi mal d durch Lambda, d ist der Gesamtabstand hier der beiden Dinger mal Sinus Phi. Jo. Und das würde dazu führen, wenn Sie in x-Richtung wirklich die Strahlung haben wollten, dann müsste jetzt hier d gleich Lambda sein. Ne? Das heißt also, Sie sehen, Sie stehen im Prinzip in der Richtung hier, das wäre nämlich die Strahlung in die x-Richtung, und dann würden Sie die Werte von dem Ding hier natürlich als erstes empfangen, und dann wollen Sie auch eine konstruktive Überlagerung mit dem Beitrag von hier, das heißt, es müssten 360 Grad sein, weil 0 geht ja nicht mehr, das wäre ja in einem Punkt. Ne? 360 Grad nochmal 360 Grad nochmal 360 Grad.
Minima können Sie ähnlich finden. Sie machen Überlagerung aller Wellenbeiträge hier. Ja, und dann muss die Summe 0 werden, ne? Und für breitseitige, das ist der einfachste Fall, für breitseitige Strahlung haben Sie Alpha gleich 0, also keinen Gangunterschied. Und dann ist die Lösung, dass die alle die gleiche Phase haben sollen, weil dann sehen Sie nämlich alle, ja, dann überlagern Sie sich am besten konstruktiv. So, ein paar Beispiele hier. Jetzt mal mit ein paar Zahlen und nicht nur bunten leuchtenden grünen Bildern. Nehmen wir mal ein Antennenarray mit 4 Elementen, breitseitig gespeist, 90 Grad, nee, Lambda Viertel, Abstand zwischen den einzelnen Elementen, dann kriegen Sie dann ein Strahlungsdiagramm dabei raus. So, schon bei n gleich 8 kriegen Sie jetzt ein Minima nach links und nach rechts, weil jetzt der Gesamtabstand zwischen die Gesamtgröße der Antenne größer wird und Sie dann natürlich die Möglichkeit haben, dass sich jetzt wirklich destruktive Interferenz ergibt in dieser Richtung. So, was noch auffällt, Sie kriegen hier so kleine Nebenzipfelchen raus. Ne? Auf der anderen Seite, und das ist das Entscheidende hier, wird natürlich die Strahlungskolbe deutlich schmaler. Ne? Sie können das noch ein bisschen weiter treiben, indem Sie 16 Elemente nehmen. Das Element wird noch größer. Es ergibt sich jetzt keine klare Auslöschung mehr in den Richtungen hier, zumindest nicht in dieser Simulation, die auch beinhaltet, dass die einzelnen Elemente sich gegenseitig beeinflussen. Bislang in der Rechnung, die wir eben hatten, war es ja so, jedes hat für sich seine Strahlungscharakteristik. Und jede Antenne verhält sich genau so, als wäre sie alleine auf der Welt. Dann aber doch im Array. So, das entspricht natürlich nicht der Realität. Ne? Sondern wenn Sie zwei Antennen direkt nebeneinander haben, dann beeinflussen die sich auch. Und das ist in diesem Fall hier mit berücksichtigt. Ne? Deswegen mag das ein oder andere hier nicht genauso aussehen wie in der reinen Lehre. Nun, Sie kriegen mehr Seitenzipfel. Sie kriegen hier so eine buntere Blume dahin und Sie kriegen eine etwas engere Strahlungskolbe. So, jetzt können Sie die auch noch mit einer anderen Phase anregen, oder mit unterschiedlichen Phasen anregen, sodass Sie die Keule jetzt meinetwegen auch hier in die Längsrichtung drehen. Was wir hier jetzt gemacht haben, hier strahlt das Ding ein bisschen mehr nach rechts, als nach oben, unten und nach hinten, sondern nach links. Hier ist es wieder symmetrisch und hier haben wir es wieder in die Richtung. So, auch da kann man jetzt Charakteristika wieder drauf anwenden und die ausrechnen. Hier haben wir die Hauptstrahlrichtung, das sind hier 12,5 dB, dBi im Vergleich zum Isotropenstrahler. Der 3 dB Öffnungswinkel hier ist angegeben mit 7,5, also 22,45 Grad etwa. Hier haben Sie einen Nebenzipfel und da haben Sie die Rückwärtsrichtung hier mit etwa minus 5 dB. So, entscheidend an der Stelle ist jetzt das Speisenetzwerk. Ich habe jetzt ja nur gesagt, die Antennen werden irgendwie angeregt. Das ist natürlich die flexibelste Variante, aber auch die teuerste. Das heißt, jede Antenne hat ihren eigenen Erreger, ihren eigenen Endverstärker oder Vorverstärker, je nachdem, ob Sender- oder Empfangsantenne ist, hat ihre eigene Signalprozessierung, vielleicht den eigenen Mischer und so weiter, eigene Phasendreher und so, also alles individuell für diese Antenne gemacht. Das macht die Geschichte natürlich teuer. Ne? Schöner, einfacher, vor allem billiger wäre es ja, man hat eigentlich alles eins und speist dann aus einem Punkt alle Antennenelemente mit dem Hochfrequenzsignal, das man daraus senden möchte, oder führt die alle auf einen Punkt. Da gibt es 1003 verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Auch mit ganz unterschiedlichen Charakteristika und guten Ideen. Man kann hier zum Beispiel so ein hierarchisches Ding nehmen. Wenn Sie sich jetzt mal die Wege hier angucken, dann kriegt jede Antenne, und das recht breitbandig sogar, das Signal mit exakt der gleichen Phasendrehung. Weil der Weg zu jedem Element der gleiche ist. Ist nicht an der gleichen Stelle, aber der Weg ist immer der gleiche. Nicht? Die teilen hier die Leistung auf. So, der Preis ist natürlich, dass Sie dieses Netzwerk bauen müssen und dass das auch so symmetrisch sein muss, ne? So symmetrisch aufgebaut.
ist relativ viel Leitung, was man dafür jetzt brauchen würde. Etwas einfacher ist vielleicht dieses hier. Oder das kann man sich vorstellen, aber das kann man natürlich auch über die Koppelelemente dann richtig einstellen. Das ist hier nur schematisch gezeigt. Hier könnte es naheliegen, dass dieses Element mehr Leistung abbekommt als das letzte. Okay, wie gesagt, da kann man eventuell gegenwirken. Was man einstellen kann, ist, dass die immer den gleichen Phasenunterschied hier sehen. Den könnte man ja auf 360 Grad oder so bringen. Denn man muss die Leitung ja auch nicht so gerade machen. Man könnte ja auch Umgegenleitung hier reinbauen. Ne? Sodass die Antennen zwar einen Abstand von meinetwegen Lambda Viertel haben, aber das Signal mit der Phasendrehung von Lambda kriegen würden. Also dann mit der gleichen Phase wieder kriegen würden. Ne? Also das ginge schon. Man spart gegenüber dem hier potenziell mindestens eine schematische Zeichenmenge. Man hat aber auch das Feature oder den Bug, dass diese Phasendifferenz hier frequenzabhängig ist. Denn wenn ich die Frequenz erhöhe, dann hat die Antenne, also hat die Welle hier natürlich eine größere Phasendrehung. Und dann kriegt das Ding hier eine andere Phase, eine andere Phasenlage zu sehen als das da. So, damit wird, sobald ich die Frequenz ein bisschen variiere, sich die Keule von dem Ding hier schwenken. Haben wir eben gesehen, wenn wir es zum Beispiel auf breitseitig ausgerichtet haben, das ist also hier in diesem Fall nach unten oder nach zu innen den strahlen soll, und dann erhöhen oder senken wir die Frequenzen, dann würde die Strahlungskeule anfangen zu eiern. Das kann man wollen, dann ist es ein Feature, oder wenn man es nicht will, ist es ein Bug, ne, in diesem Design. So, diese Geschichte. Jedes Antennenelement kriegt seine eigene Speise, verstärkt seine eigene Speisung, macht man beim militärischen Radar. Wir hatten dieses Bild ja gesehen, wo das Radom von irgendeinem Schiffsradar da abgebaut wurde. Nicht? Da wird jedes einzelne Element gespeist werden. Hier bei den Patchwork-Raketen ist das, meine ich, auch so. Bei den Nachverfolgerradar, weil sie damit natürlich wesentlich schneller sind und potenziell auch mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen können, als wenn sie es mechanisch machen. Nicht? Mechanisch machen, dann muss ja erstmal die ganze Antennen gelobt oder wieder gedreht werden in die richtige Richtung. Und das ist natürlich zeitraubend. Das würde sehr schnell gehen, die individuelle Speisung ist aber eben auch richtig teuer. Ne? Oder wenn Sie an Mobilkommunikation denken, bei dem MIMO-Verfahren. Ne? Weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Ja, nein? Also. Um das in drei Sätzen zu sagen, die Grundsätze, das ist eigentlich mehr ein Thema für nächstes Semester, aber mit HSPA, HSDPA in verschiedenen Ausprägungen und dem LTE, insbesondere LTE Advanced, explodieren ja die Datenraten. Also Sie kriegen plötzlich dann ja, bis zu 3 Gigabit pro Sekunde Downstream auf dem Handy, also im letzten Ausbau. So, wo kommt das her? Wie kriegt man das hin? Ja, mal gefragt. Ich meine, die Luft ist halt die Luft und das ist halt eben geteiltes Medium und was anderes geht nicht. Ne? So, man kriegt das so hin, dass man unter anderem, es gibt verschiedene Strategien, die da kombiniert werden, aber eine davon ist eben, dass jeder Sender und jeder Empfänger mehrere Antennen kriegt. Bis zu, ich meine, 8 ist vorgesehen, realistisch wahrscheinlich 4. So, jetzt haben Sie 4 Antennen in Ihrem Handy und Sie haben 4 Antennen auf der Basisstation. Und man kann jetzt den Sendeweg so aufbauen, dass auf diese 4 Antennen quasi parallel genutzt werden. Ne? Also Sie senden ein Signal auf der gleichen Frequenz und auch zur gleichen Zeit aus. Das ist aber so zum einen vorgerechnet und Sie kennen auch den Kanal auf der Handyseite so gut, dass Sie diese 4 Signale, die gleichzeitig ausgesendet werden, die werden ja irgendwie vermischt, kommen auf unterschiedlichen Wegen dann, leicht unterschiedlichen Wegen an Ihrem Handy an und werden davon 4 Antennen wieder empfangen, aber auch dieses Gemisch wird empfangen. So, da man aber weiß, wie sich die gemischt haben auf dem Wege, wenn man den Kanal vorher charakterisiert hat und das vorher ausgerechnet hat, kann man die wieder auseinanderrechnen. Und so haben Sie fast, ganz so kriegen Sie es nicht hin, haben Sie fast 4 parallele Kanäle zwischen Basisstation und Handy aufgebaut. Damit haben Sie 4-fache Datenrate.
Voraussetzung ist, dass sie auch viermal unterschiedliche Signale an die Antenne kriegen, also nicht so, und auch viermal die unterschiedlichen Signale von den Antennen wieder empfangen, also auch nicht so. Heißt also, sie brauchen sowohl im Sender als auch im Empfänger eigentlich viermal die Elektronik, ne? Plus eine ganze Menge Signalverarbeitung noch dazu. So, jetzt gehen wir auf ein paar Antennen ein hier und dann gucken wir uns das auch mal so mit dem Antenna Magus an. Deswegen hatte ich sehr gebeten, das mal hochzufahren und mal zu gucken, ob es der tut. Wenn ich so, also erstmal ja gegen ja. Die lineare Antenne hatten wir ja, ne? Den Halbwellendipol haben wir auch kennengelernt, das wissen Sie noch. Und das ist eigentlich so die alte Fernsehantenne. Findet man heute im DVB-T eventuell noch, meist sieht sie etwas anders aus oder ist zumindest nicht ganz so ausgeprägt wie das hier. Ja, ich war vor wenigen Jahren mal in Verona, da habe ich ein wunderbares Bild gemacht, so aus der Arena raus, über die Dächer Italiens, da stehen noch eine ganze Menge von den Teilen. Ne? Hier mal nur eins rausgezogen. Oh, das wollen wir hier nicht kriegen. Ja, wie ist das Ding aufgebaut? Das ist eigentlich echt genial und das wurde von den beiden Japanern, Yagi und Uda, erfunden, auch optimiert, aber wirklich erklärt, wie es funktioniert und simuliert wurde es erst sehr viel später. So, ist genial einfach. Was hat man? Man hat ja einmal Halbwellen, etwa Halbwellendipol. So ganz genau ist er nicht mehr, aber man stellt sich einfach vor als Halbwellendipol. So, und dann hat man hier dahinter einen Reflektor. Das heißt also, das Signal, das nach links abgestrahlt wird, das geht hier hin, erfährt hier natürlich eine Phasendrehung auf dem Weg, wird hier an dem Kurzschluss, das ist dann ein Kurzschluss, 180 Grad Phasen gedreht und wird reflektiert wie die andere Richtung. Jetzt muss man dafür sorgen, dass die Welle, die hier reflektiert wurde, ja, sich konstruktiv mit der Welle überlagert, die in die Richtung geht. So weit, so leicht verständlich. Also das ist das mit dem Reflektor. Den kann man unterschiedlich ausprägen, das sehen Sie hier auch. Ne? Also entweder ist es einfach wirklich nur ein längerer Start, der muss länger sein als der da. Also etwas länger als dann der halbe. Oder man macht da sogar so einen richtigen Reflektorrand draus, so wie hier unten gezeigt. Ne? Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie irgendwelche Antennen mal kaufen oder so. So für DVB-T oder sonst irgendwie. Dann sehen die manchmal so aus, dass da so ein Reflektor dahinter ist. So, das ist die Erklärung, die man leicht geben kann. Und damit funktioniert es auch schon. Und dann kommen hier frei in der Luft aufgehängt ein paar kürzere Stäbe. Das sind die sogenannten Direktoren. Die sorgen jetzt dafür, dass die Welle, die jetzt von hier kommt, hier noch ein bisschen weiter gebündelt wird und die Richtwirkung sich erhöht. Worauf es hier ankommt, ist nicht unbedingt nur die Anzahl der Stäbe, sondern auch ganz entscheidend die gesamte Länge der Struktur. Also der Extremfall, ich nehme mal hier nur das Ding und dann nur den letzten, dann habe ich auch die gleiche Länge, funktioniert nicht. Und der andere Fall, ich habe diese fünf und die schiebe ich einfach ganz dicht zusammen da vorne hin und dann soll es die gleiche Richtwirkung haben, funktioniert auch nicht. Ne? So. Sondern da muss man einen sinnvollen Kompromiss finden zwischen Abstand hier und Anzahl der Teile. So. Sie sehen, dass es das hier auch eine unterschiedliche Ausprägung gibt, nun sind die auch für unterschiedliche Frequenzen. Ne? Ich habe hier, da, da. Auch. Und Sie haben so eine Yagi-Antenne, hatte ich das letzte Mal für 2,4 GHz mit 40 Elementen schon mal gezeigt. Ne? Das hier erinnert sich bestimmt. So. Ja, das ist das Wesentliche der Yagi-Unterantenne. Da gibt es auch alte Designvorschriften dafür, was man machen muss. Ich zeige einfach mal ein paar Simulationen. Die Tabellen sind dann Bestandteil der Klausur natürlich. Ist jetzt hier gesagt. Wenn ich es tatsächlich frage, dann kann ich sogar beweisen, dass ich es gesagt habe. Aber selbstverständlich natürlich nicht. Wobei die grundsätzlichen Zusammenhänge schon gefragt werden können. Also entwerfen Sie mal so überschläglich dieses Antennending da, dann wäre eben die Aussage, gut, der Strahler, wie sieht das aus? Da hätten Sie eben dieses aktive Element da, das gespeiste Element, das halt etwa lambda halbe ist, den Reflektor ein bisschen größer ist und die Direktoren, die in unterschiedlichen Abständen etwas kleiner sind. Ist da einer zu sehen? Ja, genau da oben. Wir haben nicht drüber gesprochen, aber das gespeiste Element, wieso bitte mich jetzt hier nicht? Das haben wir da oben schon mal, ne?
gespeiste Element. Das muss nicht unbedingt ein Lambda-Halbestrahler sein, ne? Wie Sie hier sehen. Das ist hier so ein Lambda-Strahler, so ein gefalteter Dipol. Also das ist jetzt dann auch in der Summe Lambda-Halbe lang. Aber wird hier gespeist und hat dann insgesamt eine Länge von Lambda. Der hat als solcher eine höhere Impedanz. Und das ist das, was man sich wünscht für so eine, ja, die Antenne hier als Speisepunkt, ne? Der zum Beispiel auch. Ja, ist dann jede Yagi-Antenne eine Richtantenne? Ja. Ja, deswegen baut man die dann. Und so sehen die Richtdiagramme dann eben auch aus. Ne? Hierfür, das ist die Anzahl der Direktoren, null Direktoren, das ist hier dieses, also das wirkt auch schon, ne? Nur der Reflektor dahinter macht schon einen erheblichen Unterschied, hat schon eine ganz gute Richtwirkung hier, ne? Ist das blau. So, und dann haben wir da 1, 3, 4, 4 ist ein guter Kompromiss, da kriegen Sie hier sogar bis zu 12 dB Gewinn schon hin, also 10, 12 dB, ne? Schon mal der Faktor 10 in der Leistungssammlung, ne? Können das noch weiter treiben. Achso, das ist einmal hier die, das sind die beiden unterschiedlichen Ebenen. Und zwar einmal die Ebene hier, also so zu Ihnen, hat natürlich etwas weniger Bündelwirkung und Richtwirkung, weil nämlich die Bündelung hier der, der Dinger hier nicht mit da drin ist. Und dann einmal natürlich hier auf diese Antennen reingeguckt, wo also hier die Bündelung der, des Lambda-Halbe-Dipols oder dieser fast Lambda-Halbe-Stäbe da auch noch mit eingeht. Ne? Also so eine Lambda-Halbe-Antenne bündelt ja an sich sogar schon in der vertikalen Richtung. Ne? Und wenn Sie das jetzt noch mit dem Feld weiter, mit der, dem Feldfaktor hier aufschlagen würden, dann kommt ja eine etwas höhere Bündelwirkung noch raus, als in der Richtung, wo sie sowieso komplett rundstrahlt. Ne? So, das sind die unterschiedlichen Richtungen hier. Da Mitte, also da etwas stärker bündelt mit dem Effekt der Einzelstrahler, hier eben die Rundrichtung berücksichtigt. Und hier habe ich noch ein bisschen mehr Elemente rausgepackt, 10, 13 und 15, wobei das 13er Element und das 15er Element sich nahezu decken, wie man hier sieht. Eigentlich sogar das 13er Element ein bisschen mehr Gewinn hat, weil es nämlich einen größeren Abstand der Einzelelemente voneinander hat. Und er dadurch die Struktur etwas größer ist. Also ich habe zwar zwei Elemente weniger, aber trotzdem ist es etwas größer. So, und dann kommt da so ein, wenn es dreidimensional machen wollen, so ein Schnuller raus. Ne? Einzoomen mit dem Schnuller. So. Also sehen Sie auch, dass das eben nicht, der erste Ringel sieht noch nahezu rund aus, aber da sehen Sie schon, dass es eben nicht mehr so ist. Dann sehen Sie hier, dass es da in die Z-Richtung nach oben keine Abstrahlung, weniger Abstrahlung gibt. Und Sie erkennen eben auch das Vorverhältnis. Irgendwas, was ich hier noch nicht gesagt habe. Das sehen wir gleich, wenn wir mit dem Antenna Magus ein bisschen spielen. Der Radius der einzelnen Drähte ist mit sehr entscheidend für die Impedanz. Ja, also es ist nicht egal, ob Sie da jetzt einen 1 mm Schweißdraht, 1 mm Draht nehmen oder einen 4 mm Draht oder sowas. Also je dicker, desto breitbandiger zum einen wird es und desto... Wie sieht es mit dem Material aus? Ich spiele das mit eigentlich so ein großer Unterschied, ob ich Alu oder Kupfer nehme. Alu oder Kupfer wird kein großer Unterschied sein, aber Alu oder Billigstahl wird ein Unterschied sein. Okay. Also ja, Leitfähigkeit spielt eine Rolle. In den meisten Modellen geht die erstmal so nicht ein. Sie sehen das in der Praxis an der Effizienz. Ne? Meist macht man es eben aus wirklich Kupfer oder Alu, was Sie gerade sagten. Und da die beiden Materialien ziemlich ähnlich sind, spielt das kaum eine Rolle. Also diese Antenne kann man ganz wunderbar mit Hausmitteln bauen. Wenn man nur weiß, was man tun muss, und das kriegt man im Antenna Magus sehr, sehr schnell raus oder aus solchen Tabellen sehr schnell raus, ne? Dann ist so eine Antenne in 2 Stunden gebaut. Ne? Also von Idee, ich hätte gerne eine mit 10, 15 dB Gewinn.
über die, das ist das Schwierige dann, Designvorschrift, aber das würde Ihnen hier jetzt zum Beispiel das Programm abnehmen. Oder Sie müssten es halt so ein bisschen simulieren oder so, mal ausprobieren oder irgendwo Tabellen finden. Und dann gehen Sie halt her mit der Blechschere und schneiden sich die Drähte zurecht. Ne? Und dann packen die auf so einen Styroporträger oder wie ich das gemacht habe, so ein Isolationsrohr oder sowas. Also es ist ein sehr dankbares Ding. Sehr schnell gebaut. Die Feed-Antenne, die würden Sie einfach versuchen, so optimal an Ihren Verstärker anzupassen, wie es gerade geht. Also ist für die Lichtwirkung nicht so entscheidend. So, das ist jetzt nicht nur alte Kabelle, was ich hier jetzt erzähle über Yagi, ne? Sondern Sie haben zum einen gesehen, so eine WLAN-Richtantenne kann eine Yagi-Antenne sein. Ne? Also es ist nicht nur was für alte Fernsehgucker, die analoges Fernsehen noch irgendwo suchen, was es ja nicht mehr gibt, oder für Amateurfunker, sondern man nutzt das auch in den echten, also da, wo wir heute mehr oder weniger mit Funktechnik unterwegs sind. Oder hier jetzt zum Beispiel so eine Antenne in gedruckter Technik. Da haben wir einmal hier so ein Speisenetzwerk. Hier oben hat man ein Dipol, den einen Dipol. Dann hat man hier eine Massefläche, das ist einfach nur Kupfer stehen lassen, ne, auf der Platine. Die man ja, das man ja sowieso braucht, weil es ja die Rückseite für die Mikroschaltenleitung ist, wie wir gelernt haben. Und dann hat man da oben drüber noch einmal so ein Stückchen Kupfer stehen lassen auf der Platine, was der Vektor ist. Ne? So, ja, das ist jetzt für 10 GHz ausgelegt, genau, das ist für 10 GHz ausgelegt gewesen, ist sogar sehr breitbandig hier, erstaunlich breitbandig. Jetzt ist noch die Frage, und deswegen habe ich dieses Bild eigentlich genommen, was soll denn das da sein? Also warum macht man sowas? Bitte? Schon eine Phasenverzug, oder? Das ist eine Phasensicht. Ja, für die Richtung, oder? Also richtig, was zu sagen. Nur ist es mir noch zu allgemein. Warum soll da die Phase gedreht werden? Na, stellen Sie sich mal vor, Sie würden den Strom in dieser Struktur einfach, oder das Signal, einfach auf den Dipol geben. So, was passiert mit dem Strom? So, was passiert mit dem Feld? Null, ne? Weil einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Und dann sehen Sie natürlich, wenn Sie hier stehen, von dem Feld da nichts mehr, ne? Also keine Abstrahlung. So, also müssen Sie, was Sie hinkriegen müssen, ist ja da der Strom rein, da der Strom raus. So, so geht es natürlich nicht, wie ich das hier jetzt hingezeichnet habe, ne? Aber so, wie es da steht, geht es, ne? Man macht nämlich, deswegen die Antwort ist absolut richtig gewesen, und schließt das dann so an, das ist dann gut, die haben das nicht angeschrägt. Ne? So, jetzt muss hier der Strom da rein und so soll er zurückgehen. Das heißt also, Sie brauchen hier 180 Grad Phasendrehung. Und das kriegen Sie natürlich mit so einem Lambda halbe Umweg hier. Lambda halbe ist ja mal 180 Grad Phasendrehung. Ne? Das kriegen wir so einer Umwegleitung hier nicht. Dafür ist das da. Das Ding nennt sich. Das erfordert jetzt ein Balloon, was steht für Balanced, Unbalanced Inverter. Die Mikroschleifenleitung ist unbalanciert, also nicht symmetrisch, während das, was der Dipol braucht, balanciert ist, also symmetrisch. Also man könnte den auch Unsim nennen oder Unsinn nennen oder sowas. Ne? Taucht aber in der Literatur als Balloon auf. Und das ist eben so eine einfache Form von Balloon. Und weil der nämlich ein unbalanciertes Signal in ein balanciertes umwandelt. Kann man viele verschiedene Arten machen, das ist eine Art. Ich guck mal, kritisch. Ist nicht kritisch, ist interessiert, oder? Gut, so, wir haben jetzt über viele Sachen, über einige Sachen gesprochen, über viele nicht gesprochen. So, was man noch machen kann, wenn man breitbandige Sachen haben will, ist einfach so logarithmisch-periodische Designs verwenden, vor allen Dingen Designs verwenden, wo sie keine abrupten, auch scharfen, frequenzabhängigen Elemente drin haben, sondern vielleicht irgendwie weiche Übergänge haben, also Tapers nennt sich das, sich ein Horn beispielsweise leicht öffnet oder langsam öffnet,
Dann gibt es so diese Self-Komplementäre, dass die Antenne wirklich symmetrisch aufgebaut ist. Also, wenn Sie eine Antenne haben, die aus Metall besteht, dann könnte man die ja so aufbauen, dass das hier Metall ist und das da eben nicht. So, der Trick dieses Self-Komplementären ist, dass wenn Sie das umkehren würden, also das hier Metall machen würden und das hier nicht, dann sieht sie genauso aus, nur halt um ein paar Grad gedreht. Ne? So, Helix-Antennen, kommen wir uns gleich mal auf den Antennen angucken. So, planare Antennen, darauf möchte ich noch, das war eigentlich ja auch eine planare Antenne, weil die nämlich genau in der Ebene spielt, also in der, auf der Platine spielt. Auf planare Antennen möchte ich noch eingehen, weil die ja eigentlich auch wirklich dankbare Elemente sind. Nicht? Also das können Sie als irgendeine Kupferstruktur auf der Platine machen. Das ist nicht notwendigerweise die billigste Variante. Nicht? Wenn Sie jetzt denken, so, Platine habe ich sowieso, mache ich mir halt noch ein bisschen Antenne da drauf. Das kann teuer sein, weil Sie eine Fläche brauchen. Sie brauchen eine Antennenfläche. Ne? Und es kann auch ungünstig sein. Aber es kann auch, weil Platine sowieso da ist, eine einfache Lösung sein. Ne? So, und die Mutter aller dieser Patch-Antennen, planaren Antennen, ist die Microstrip-Patch-Antenne. Eigentlich ist es nichts weiter, als dass Sie eine Mikroscheibenleitung haben, zu der natürlich die Massefläche immer gehört. Und dazu dann, oder am Ende da, so ein Patch, also so ein Flecken ist. Das ist, wenn Sie das Rechteck ausführen, natürlich total einfach. Kann ganz einfach mit der Mikroscheibentechnik irgendwie integriert werden, ne, weil es ist eigentlich Mikroscheibentechnik, ist nichts Neues. Und da gibt es jetzt, ich habe hier mal Silvien hingeschrieben, also da gibt es irgendwie tausende und eine verschiedene Designvorschriften, wie man da so eine vielleicht breitbandige oder speziell strahlende oder zirkular strahlende Antenne oder sowas hinkriegt. Also da hat man in den 70er, 80er Jahren Generationen von Doktoranden dran verschlissen an diesem Thema. Ja. Verschlissen will ich nicht sagen, daran arbeiten lassen. Was passiert hier? Im Kern haben Sie auch hier eine lange halbe Resonanz. Also im Prinzip kommt der Strom hier rein, oder die Welle hier rein, und dann bildet sich, dann verteilt er sich natürlich, und dann bildet sich aufgrund der Reflexion an der Schicht und an der Schicht, und an der Linie und an der Linie hier eine Resonanz aus, die dann auch wieder, damit es resonant wird, lambda halbe Bedingungen genügen muss. Ne? Also Strom hier an der Ecke 0 oder an der Ecke 0. Sie können auch in die Ecke gehen, die Resonanz, ne? Also Sie können auch diese Richtung benutzen. Sodass Sie im Endeffekt hier auf eben so eine lambda-halbe Resonanz kommen und im einfachsten Fall die Resonanzfrequenz ausrechnen können, als eben gerade das hier ist lambda-halbe lang, und zwar die Welle unterhalb der Platte. Also nicht im freien Raum, sondern im Substrat. Deswegen steht hier das große Epsilon R drin. Und nichts anderes steht hier, das ist also die Frequenz ausgerechnet für die lambda-halbe Resonanz für die Welle im Substrat. So, das ist so die Näherung, womit man da die Resonanzfrequenz bestimmen kann. So, die eigentliche Abstrahlung, also das Feld würde sich ja, eigentlich ist es ja im ersten Wurf Kondensator, ne? Also zwei Flächen übereinander. Die Abstrahlung erfolgt dann über die Kanten, nicht wirklich über den Flächen hier. Ne? So, hier habe ich jetzt mal so eine Stromverteilung für einen ganz einfachen Fall gezeigt. Das haben wir im alten Programm gemacht. Habe ich auch gar nicht mehr. Was haben wir hier? Also einmal haben wir die Flecken, Sie sehen die Stromverteilung. Es ergibt sich wieder die Stromüberhöhung hier an den Kanten, denn der Strom fließt in diese Richtung. Das ist dasselbe wie auf der Mikroscheibenleitung. Man sieht das auf der Mikroscheibenleitung hier eigentlich nicht. Und in dieser Richtung hier hat man die Resonanz jetzt. Das hier ist ein kleines Lambda-Viertel-Anpassstück mit hoher Impedanz, damit Sie eben die Impedanz von dem Ding daran anpassen können. Das ist eigentlich alles. Die Parameter hier ist gebaut auf RT-Duboid, das ist ein Standard, oder ja, ist ein Standard RF-Material, hat ein Epsilon R von 2,2. Je geringer, desto größer die Struktur, haben Sie eben gesehen an der Formel. Aber auch desto effizienter und desto besser strahlt das Ding ab. So, die Höhe des Substrats und dann eben die geometrischen Parameter von dem Ding. Hier nochmal das Bild gezeigt.
wie das mit dem Strom und dem Seinsatz in verschiedenen Schnitten, so ein bisschen hemdsärmlich gemalt. Der Strom verteilt sich hier, hat dann, wenn Sie den Schnitt hier betrachten, dahin gezeigt, eben diese Stromverteilung in der Richtung mit den Randbedingungen, die entscheidend sind. Und dann haben Sie ja einen Dipol und der strahlt eben ab. So, fertig, das war's. Und in dem Schnitt hier, der da gezeigt ist, natürlich die Stromüberhöhung an den Rändern wieder. Ne? Jo. So, wir haben gesagt, es ist ein resonantes Element. Das heißt, es ist damit auch, ich zeige dir gleich noch mehr Bilder dazu, es ist zu erwarten, dass das ein schmalbandiges Gerät wird, dass also Toleranzen auch eine Rolle spielen werden, nicht, wenn Sie die Frequenz genau treffen wollen. Das mag ja so ein bisschen das Problem sein, Sie fertigen so eine Platine oder so eine Mikrostreifenstruktur automatisch. Jetzt haben Sie Toleranzen drin. Jetzt weichen die unter Umständen die einzelnen Exemplare voneinander ab. Jetzt muss man natürlich zusehen, dass man die in der Performance trotzdem aufeinander abgestimmt kriegt, ne? Und eventuell oder noch abstimmt, ne? Also von Hand noch irgendwas tut, damit diese Antenne auch eigentlich das macht, was sie soll, bei der richtigen Frequenz. Ne? Anpassung können Sie machen, so wie immer, ne? Also man muss halt wissen, welche Impedanz eine Mikrostreifen-Patch-Antenne hat und dann kann man da Viertelwellenleiter, Stubs, LC-Elemente, irgendwas machen, ne? Also wie man einfach da Elemente aufeinander anpasst. Es gibt verschiedene Moden. Hier, die zu unterschiedlichen Polarisationen und Strahlabstrahlungscharakteristika führen. Natürlich haben wir nur von dem Number-Halbe-Ding geredet, nicht? Aber es macht natürlich einen Unterschied in der Polarisation, ob ich das Ding wo anrege oder so. Ne? Die Größe ist im Prinzip bestimmt durch Number-Halbe in dem Dielektrikum, deswegen spielt das Dielektrikum hier eine Rolle. Eine größere Dielektrizitätszahl führt zu einer kleineren Antenne. Das Feld ist dann aber auch mehr konzentriert unterhalb dieses eigentlichen Fleckens und damit strahlen sie schlechter ab, beziehungsweise verbrennt mehr Energie in dem Substrat. Ne? Denn da sind ja auch immer Verluste drin und die insgesamt steigen natürlich, wenn sie das Feld konzentriert unter dem, in den Dielektrikum. Sie wollen es ja in der Luft haben und nicht in dem Plastik. So. Und natürlich haben Sie, wenn Sie das auf Platinen machen, auch eine Kopplung zu anderen Elementen, anderen Leitungen, anderen Patches, die vielleicht in der Nähe sind. Das ist so, die reine Lehre sieht eine unendlich ausgedehnte Massefläche vor. Das ist natürlich in der Regel nicht realisiert. Ne? So, sondern in der Regel macht man die Massefläche nicht einmal viel größer als diese Antenne. So, das heißt also, in der reinen, in der Realität weichen Sie mindestens an der Stelle erheblich von der reinen Lehre ab und müssen das unter Umständen in die Simulation oder Berechnung mit einbeziehen. Ne? So, hier habe ich die Abstrahlcharakteristik gezeigt, und zwar hier auch die reine Lehre berücksichtigend, auch wenn das hier jetzt abgeschnitten ist, das muss man heute gar nicht mehr so machen, aber da ist es noch gemacht. Das sieht jetzt so aus, als wenn jetzt hier dieses Anpasselement da strahlen würde, das ist aber falsch. Eigentlich wird das Fernfeld, das ist das die Fernfeldcharakteristik, eben was weiß ich, 100 Meter Entfernung, die ist nur rein projiziert worden in den Ursprung des Koordinatensystems. Ne? So, deswegen sieht das so aus, als würde das Anpasselement strahlen, aber eigentlich strahlt ja alles irgendwie ein bisschen. Ne? So, die Charakteristik ist eine Bündelung nach oben natürlich, vollkommen klar, wenn das hier eine unendlich ausgedehnte Massefläche ist, kann nach unten nichts gehen. Ne? Da haben wir es nochmal ein bisschen aufgelöster. Bis zu 2006 habe ich das gemacht, zur Mittagszeit. Smith-Diagramm, ganz wunderbare Resonanzkurve hier. Das ist im Prinzip einer von diesen Kreisen hier nur gedreht. Kommt dicht am Ursprung vorbei. Kann man die Zahlen gut genug lesen? Nicht? Dann müssen wir ein bisschen zoomen. Ne? Anpassung,
sagen wir mal, für ein kommerzielles Produkt reicht sicherlich 10, vielleicht irgendwie 7%, 7 dB oder so. Ne? Wenn Sie erstmal gucken, was die Bandbreite dieser Antenne ist, dann ist das hier von ca. 9,8 bis 9,95 GHz, also 150 MHz bei 10 GHz. Das ist sogar ein guter Prozent. Ne? Oder? Ja. Ah, vielleicht 2% oder so. Oder? Also 1-2% Bandbreite. Das heißt, wenn Sie jetzt also 1-2% Toleranz im Epsilon R haben oder im Material oder so, oder in der Struktur, dann liegen Sie mit dem Ding schon daneben. Ich glaube, Performance nicht mehr so, wie es performen soll. Ich hatte das eigentlich ja für 10 GHz designt, war also zu faul, das wirklich auf 10 GHz zu schieben. Dann hätte es einfach ein bisschen kleiner machen müssen und nochmal simulieren und fertig. Habe ich auch nicht gemacht. Falsch, 2009 habe ich das gemacht. Zur Mittagszeit. Aber ist egal, Patchantenne ist Patchantenne. So, Strahlcharakteristik hier nochmal, verschiedene Komponenten des E-Feldes, ja gut, oberer Halbraum, ne? Also viel mehr ist da, also viel mehr steckt da jetzt nicht drin. Und die eine Polarisation ist eben stärker als die andere, auch das ist irgendwie klar, wenn Sie diese eine Mode nur anregen. Ne? Also im Prinzip ist alles das schon gesagt, jetzt sieht man es nur nochmal im Bild. So, das Modell dieser Patchantenne ist eigentlich auch erklärt, es ist eben ein resonanter Hohlraum, oder eben gerade Lichthohlraum, eine resonante Struktur unterhalb des Patches. Die Welle wird da eingesperrt im Prinzip und soll unter dem Patch dann in Resonanz gehen. Und deswegen kriegen Sie da eben diese Moden hin mit ja, den Endbedingungen Strom 0 oder eben fällt gerade nicht gut. Das hatten wir so. Wie kriegt man damit jetzt eine zirkulare Polarisation hin? Diesen 90 Grad Quadraturgucker haben wir noch nicht angesprochen, den werden wir noch ein bisschen, ja, ein ganz bisschen detaillierter durchnehmen. Wir haben jetzt hier einen quadratischen Flecken. Was macht das Teil hier? Diese Struktur hier macht eigentlich nichts weiter als eine Leistungsteilung halbe-halbe, dahin, mit 90 Grad Phasendrehung der Arme relativ zueinander. Ne? Das mit dem halbe-halbe kann man jetzt nicht unbedingt nachrechnen, das mit den 90 Grad kann man verstehen. Man sagt, hier wird es gespeist, dann ist das hier circa Lambda Viertel lang und das auch. Das heißt also, das Signal kriegt bis zu diesem Weg hier einen Umweg von 90 Grad hin, ne? Oder er fährt einen Umweg von 90 Grad, was gerade ja, Lambda halbe ist. Das heißt also, hier haben Sie 90 Grad Phasen drin gegenüber dem. Und das ist das, was Sie brauchen. Dann kriegen Sie eben zwei horizontal polarisierte Wellen, einmal vertikal, einmal horizontal mit 90 Grad Phasendrehung und das ist eben gerade die zirkuläre Welle. Ne? So. Das Signal, das hier dahin geht, wäre eigentlich das reflektierte Signal von dem Ding. Das machen Sie einfach weg mit der Termination dann 50 Ohm. So, Sie sehen schon, das ist kein kleines Element, das passt auch von den Größenelementen, Größenverhältnissen in etwa zueinander. Das Ding hier geht in die Größenordnung von Lambda halbe. Das Ding hier hat eine Kantenlänge von Lambda Viertel, was so in etwa auch zu dem passt, was da steht, auch wenn es einfach nur eine Zeichnung war. Ne? Also auch das hier braucht Fläche, das ist die Aussage dazu. Ja, und dann hier mal als Patch-Elemente noch gezeigt. Ich würde auch gerne noch mal reinzoomen. So, zunächst mal einmal hier eine Speisung aus einem Hohlleiter oder in einem Hohlleiter, wie auch immer man das sehen will. Dann haben wir ein Teilnetzwerk hier, wovon man nicht alles sieht. Und hier sind die Patches eben in der Mitte gespeist. Ne? Also im Prinzip hat man nicht das gemacht, was ich getan hatte, aber ich speise am Ende. Wenn ich am Ende speise, habe ich ja relativ wenig Strom. Ja, kriege ich relativ wenig Strom rein. Das heißt, ich habe da eher, ich speise am Stromminimum. Spannung groß, Strom klein, Impedanz hoch. Also brauche ich irgendwie ein Anpasselement. Das war eben diese dünne Leitung, die ich da gehabt habe. Ne? Hier geht man. Senkt man das im Prinzip auf und speist im Strommaximum oder nahe des Strommaximums, damit kriegt man eine wesentlich niedrigere Impedanz von vornherein hin und spart sich eben diese ganze Anpass- oder diese Anpassleitung, die ich da noch hatte. Ne? Also unterschiedliche Strategien, wie man eben hier
Flecken den Patch anpassen. Ja, hier habe ich mal, das ist aus meiner Dissertation, ich habe mich ja damit beschäftigt, wie man solche, solche Sachen rechnet. Da ist jetzt ein Element mal gespeist worden, das ist das hier. Und alle anderen waren eigentlich ich meine einfach offen gelassen, genau, die waren einfach offen gelassen. Sie sehen hier zweierlei, also einmal hier die Dinge zu einem Array angeordnet, ja, schön. Dann sehen Sie aber auch, dass hier der Strom in die andere Richtung geht, also die andere Mode wird angeregt, dadurch, dass Sie hier eben nicht genau in der Mitte speisen und der Strom sich gleichmäßig verteilt, sondern Sie da speisen, geht es eben so, ne? Haben Sie mehr so ein, ja, also diese Mode regt Sie an. Sie sehen nach wie vor die Endbedingungen für den Strom und die Randbedingungen, hier die Randüberhöhung da. Sie sehen hier eine einigermaßen angepasste Leitung und Sie sehen auch, dass es hier Verkopplungen gibt zu den anderen Elementen, ne? Wobei diese Felder hier, die Strombelebung hier um Faktor 10, meine ich, überhöht wurden, damit man sie überhaupt sieht. So, ja, das sind die zwei Effekte, die man hier sieht, ne? Also dadurch, dass das in Resonanz ist und Abstrahl, gibt es eben auch Verkopplung zu den Dingern hier. Das war das, was ich eben erwähnt, als wir allgemein über Felder, über Arrays sprachen, dass die Elemente ja nicht im freien Raum stehen, ne? Alleine. Ja, nein. Noch einen kurzen Einblick hier in Schlitzantennen. Das Bild haben Sie schon mal gesehen und da war es noch ein Bug. Jetzt ist es ein Feature. Wenn Sie es richtig machen, richtig würde heißen, das Ding hier muss auch so in die lange halbe Größenordnung gehen, dann können Sie über einen Schlitz in der Ground Plane einen Strahler bauen. Und ganz einfach, indem Sie hier den Strom in Umwege zwingen, dann geht auch, dann haben Sie auch hier wieder die Resonanzbedingungen, die Sie da erfüllen können, und dann strahlt das Teil ab. Und wenn Sie es richtig schön machen wollen, dann füllen Sie noch zur Bündelung hier drüber noch eine weitere Schicht mit dem Microsynth-Patch hin, der dann auch nochmal in Resonanz geht. Ja, also speisen über so eine Mikrowellenleitung ohne galvanischen Anschluss durch den Schlitz einen Microsynth-Patch. Und haben eine wunderbare Antenne. Da kann man auch zwei oder drei von übereinander bauen, nicht? Dann geht es in Richtung fast nach Yagi, ne? Du hast hier noch eine bessere Bündelung hinkriegen. Also das ist so ein Ausblick auf diese Millionen und drei verschiedene Designvarianten von Mikroscheiben-Patch-Antennen. Ne? Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ein bisschen an, damit zu spielen. Das Antenne Markus auf. Gründen, weil auf dem Ding 32-Bit-System läuft.